Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Nintendo Pocket Football Club Let's Plays. Ich bin Rektalin, ihr schaut Weeble Games for You. So. Bap. Geht's jetzt schön weiter? Und zwar. Oh, das ist halt die Frage, ne? Flughafen Drahtlosmenü. Ja. Wie geht denn das? Alle Ergebnisse. Ganz kurz, Moment, wir gucken mal. Können wir nicht dann auch im Stadion eingeben? So von wegen, wir wollen gegen die Leute spielen. Nee, Italia über Spotpass haben wir die bekommen. Weiß ich aber nicht, ob ich das will. Nee, wir machen mal die Woche Pause, so wie es eigentlich gedacht war. Spielen jetzt gegen die Einnetzer, Platz 6 in unserer Liga. Gut, dann auf zum Stadion. Recht hat er. Das wird wirklich gut. Okay, wie sieht's aus hier? 61% sind dafür, dass wir gewinnen, 24% nur für die Einnetzer, 15% glauben doch echt, das gibt ein Unentschieden. Weeble Games. Schon gut was los hier im Stadion. Wir müssen aber, 2 Punkte liegen wir zurück auf Platz 1 und 2. Das heißt, da ist noch alles offen. Wir haben Anstoß. Leute, was geht hier ab? Cattaneo. Hoch zu Walter. Walter gibt erstmal zurück. Cousin spielt hoch. Richtung Aubert. Ja, wir einfach mal zweimal durchsetzen. Das gibt's ja nicht. Hermann hat es nicht geschafft. Aber Robinson ist wieder dran. Spielt ihn hoch. Doll. Was für ein Kopfball. Habt ihr das gesehen? Wie der da geflogen ist, ey. Als wäre es ein Vogel. Unglaublich. Aubert. Robinson spielt hoch. Cattaneo. Aubert. Robinson. Der macht's einfach mal. Robinson. Dann hat der Ferrante tatsächlich den Ball gehalten. Unglaublich. Aber wir machen hier Druck ohne Ende. Robinson schon wieder am Ball. Was ist da los? Hermann einfach seinen Kopf hingehalten. Walter spielt nach vorne. Hermann, mach was. Oh, rot klärt. Einwurf für uns. Leute. Na komm. Super. Walter. Mein kleiner Held. Na, hat er gedacht, ich mach einfach mal hier einen dicken Ball aufs Tor. Ferrante dachte, nö, den verhalte ich. Hermann gut eingesetzt. Cattaneo hoch zu Walter. Walter ist am Ball. Spielt rein, aber Gerber hat den Ball. So, Carlini. Was macht Carlini, ist die Frage. Hoch zu Hermann. Hermann, entscheid dich, schieß. Walter denkt, bam. Macht aber nichts. Ignacio klärt zum Einwurf. Was geht hier ab, Cattaneo? Oh, keiner da. Einwurf. Für die Gegner. Sess. Okay, was ist hier los? Hermann, gut, wie er da versucht ranzugehen schon. Schön auch immer wie so einen Arsch rausstrecken. Super gemacht hier. Der Hermann, der gibt nicht auf. Jawohl, dann hat er den Ball. Spielt hoch. Leider haben die Gegner den Ball bekommen. Was hast du denn da gemacht? Am Kopf gezogen oder was? Was macht man noch nicht? Walter, super dazwischen gegangen. Also ich muss sagen, ist echt einer der besseren Spieler, die wir haben. Cousin! Und Ulrich muss auch mal was machen. Okay, Rosa. Wurde er gefoult? Gibt's eine Karte? Anscheinend schon. Und Gelb. Okay. 60% Ballbesitz fast. Rosa spielt zu Hermann. Was macht Hermann, ist die Frage. Hermann lässt sich den Ball abnehmen und fällt auf die Gusch. Rosa. Hoch. Zu Doyle. Doyle spielt zu Cattaneo. Cattaneo hält drauf. Leider nur Pfosten. Cattaneo wieder. Aubert. Der schießt mal, aber relativ uninspiriert. Was geht da ab? Leute hier. Aubert. Cattaneo. Zu Hermann. Der ist aber nicht angenommen. Aubert. Cattaneo. Hermann schießt und Tor. Ich glaub's nicht. Da ist er drinne. So, hier, gerade nochmal gehustet. Ba, Cattaneo und der Hermann, die machen's. Von was für einer Distanz, aber auch super schön. Leute, geht da mal dazwischen. Ulrich,
Da streckt er sich einfach nur, als wären wir hier beim Gymnastikvideo. Catania, weiter, genau, weiter. Oh, Catania! Spiel ab, Spiel ab. Der Walter rennt nach vorne. Er bringt ihn rein und... Oh Gott, keiner war da. Das wäre die Chance gewesen. Leute, der Green. Passt auf den Green auf. Ulrich. Gerade noch so über die Latte gelenkt. Ecke für den Gegner. Green. Basso, Rosa. Leute, blockt den doch nicht ab. Hermann. Rosa. Abpfiff. Damit ist die erste Halbzeit im Kasten. Wir schauen, dass wir da natürlich auch nochmal ein bisschen was wechseln. Ein bisschen Frische reinbringen. Für Doyle können wir mal den Casco bringen. Und den Borges wechseln wir auch mal ein. Für den Cataneo. Vorlage hat er gemacht. Das war ja ganz gut. Carlini können wir mal auswechseln, weil Robinson hat mir ganz gut gefallen. Und zwar nehmen wir da mal einen Dietrich mit rein. So, okay. Das war's dann von den Wechseln her. Weiter geht's. Hoffen wir, dass es so schön bleibt. Denk aber, mit frischen Beinen auf dem Platz könnte das durchaus was bringen. So, Borges für Cataneo. Borges hat ja auch einen himmelsgeilen Schuss. Und der war ja einfach nur drüber geholzt. Also gut, Abstoß für uns. Leute. Borges war dran kurz, aber Green hat ihn trotzdem noch bekommen. Nach meiner Meinung mit unfairen Mitteln. Molinari ist nicht schlecht hier. Da muss ich sagen, holla die Waldfee. Einwurf für den Gegner. Robinson. Macht nichts. Geht hoch rein. Green über das Tor drüber geschossen. Haben wir Glück gehabt. Beziehungsweise mit seinem Kopfball hat er es versucht. Aubert. Walter. Wieder hoch zu Aubert. Nee, Robinson hat den Ball. Der ist ganz schön weit vorne für den Verteidiger. Cés hat den Ball jetzt und versucht ihn nach vorne zu bringen. Frohloff. Leute, Leute, Leute. Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Da ist die Zuordnung nicht so besonders. Passt mal auf hier. Hermann hat die Sache. Hoch zu Aubert. Der spielt hoch. Weiter, 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 weiter. Mach was weiter. Und er macht's auch noch. Die Kampfmaschine. Walter, das Potenzialswunder. Hier, ja, kannst du auch wunderbar jubeln, mein Junge. Eins noch als Zugabe. Mehr wollt ihr nicht. Zwei Tore Vorsprung. Super. Auf jeden Fall. Schön für den Walter. Der Wunder-Walter hat wieder zugeschlagen. So. Ich habe jetzt übrigens meine Club-ID mit in den Beschreibungstext gepackt. Also wer gegen die Mannschaft spielen will, einfach die Club-ID eingeben. Vorausgesetzt, ihr wisst wo. Dietrich, hoch. Walter macht einfach mal da vorne rum, ne? Denkt sich, oh, spiele ich jetzt mal Stürmer. De Borges spielt hoch und Hermann. Oh, nicht mal Ecke, schade. Ferrante hat den noch. Hat er gut gemacht, schön entschärft. Sind hier aber gut dabei auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie die Tabelle nach dem Spiel aussieht. Ist ja Platz 6, gegen den wir hier gerade spielen. Ulrich halt ihn fest, super gemacht. 66. Minute. Spiel läuft wunderbar. Leute, Leute, hier, was geht da denn? Komm, komm, komm. Ja, wupp. De Vos gegen Romero. Okay, Borges. Casco. Ja, schießt er einfach mal, ne? Das macht er ja gerne, der Casco. Dafür haben wir ihn ja auch drin. Hermann, Mann, renn doch mal einen Schritt schneller. Robinson. Spielt hoch. Borges macht einen Kopfball. Ich glaub's nicht. Das ist ungeheuer. Und Ecke, oder? Borges ist nochmal dran gekommen. Hermann! Oh, vorbei. Borges gefällt mir gut. Der versucht so seine Situation ganz gut einzusetzen hier im Moment. Ignacio. Robert. Walter, was machst du denn da? Rosa. Cousin. Spielt hoch zu Dietrich. Robinson. Auch mal als Verteidiger unterwegs. Sieht man ja sehr selten. Robert. Machst du da vorne? Einwurf für uns, sehr schön. 80. Minute, 10 Minuten plus Nachspielzeit noch. Robinson. Junge, Junge. Kopfballwunder, Cousin. Macht der das Tor? Ich glaub's nicht. Die Verteidiger sind gefährlich ohne Ende hier. Super gut. Das ist kaum zu toppen. Jetzt klappt alles. Da hat jemand Blut geleckt wohl. 82. Minute.
Dietrich? Sehr schön hier, Junge. Hermann? Robinson? Einfach mal dick drauf gemacht hier. Okay, hat der Torhüter den Ball? Noch 2 Minuten, plus Nachspielzeit. Neubauer, haben wir gefoult. Hat aus, ein bisschen ausgesehen, als hätte er einen Karate-Kick gemacht. Leute hier, pass mal auf, was ist da los? Walter hier, super, da ist er auch schon wieder. Wunder, Walter, Abpfiff. 1 Minute nur nachspielen lassen. Klares Ding, die Sache. Wir haben 3:0 gewonnen. Du hast ein paar neue Trainingskarten. Setze sie beim Trainieren deiner Spieler effektiv ein. Jetzt kommt's drauf an. Immer noch 2 Punkte hinten. Das gibt's doch gar nicht. Haben die gewonnen? Nicht mehr so viele Spiele über. Deine Art Fußball scheint gut bei den Leuten anzukommen, wie Play. 2 Spiele nur. Würde ich sagen, trainieren wir jetzt erstmal ein bisschen. Spieledaten. Wupp, wupp, wupp. Erweiter die Maschine, ey. Unglaublich. Cataneo. Hermann, den skillen wir mal ein bisschen. Aber wir haben gar nicht so viel bekommen. Nee, dann lassen wir das mal sein. Wir gucken jetzt einfach mal wegen Street Pass und so weiter. Street Pass, Verbandpaarung. Können wir das hier machen eventuell? Mal kurz gucken. Manager, Transfers, nee. Drahtlosmenü. Ja, dann speichern wir mal an der Stelle. Geht das damit? Nee, da können wir es nur deaktivieren, aktivieren. Ranglistenspiel, wie funktioniert das? Gehen wir mal rein. Ich will rausfinden, wie man gegen euch spielen kann. Hier kannst du gegen Clubs aus vielen Ländern antreten, okay. Club-ID-Spiel. Okay, jetzt müssen wir kurz mal gucken. Ganz kurz Moment, Leute. Muss mal recherchieren. Ah, hier. Da haben wir es doch. Super. Spielen wir A. Drei. C. 4. S. 9. F und die 4, da spielen wir gegen Red Light Zockt. Wie fehlt da noch was? A, 3, C, 4, F, 9, F, 4. Oder fehlt da noch was? Okay, dann können wir nicht gegen ihn spielen. Warum auch immer. Gehen wir die andere ein. 8, 5. A. 6. D. Das wird eine 0 sein. 0. D. B. Und die 2. Also Red Light Zock, bitte nochmal wegen deiner ID gucken. Da stimmt was nicht. Wir spielen jetzt gegen Boss Like. Team wurde gefunden, möchtest du gegen dieses Team antreten? Ja, machen wir. Bin ich mal gespannt, ne? Mal gucken, ob es da auch Karten gibt. Dann sieht man das einfach mal auch. Finde ich ganz interessant. Der Anschluss erfolgt in Kürze, bitte schalte das Gerät nicht aus. Real Germ gegen Replay Games. 70% für Real Germ. 8% Remis, 22% denken, dass wir gewinnen. Replay Games, Replay Games, so muss sein, Mann. Die Fans sind da.
überspringen wir mal. Okay, super. Oh, Catania wurde umgedreht. Was soll das denn hier? Frechheit. Frolov. Zu Melo. Casco. Frolov. Walter. Rosa. Kombiniert eigentlich ganz gut, muss ich sagen, meine Jungs. Es ist aber Boss-like dran. Espinosa. Catania. Espinosa. Oh, 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 oh. Ah, das hat er gut gemacht hier. Rosa. Frolov. Walter. Pearson. Borges. Oh, Ulrich hier die Maschine. Habt ihr das gesehen, wie er den gehalten hat? Ist aber auch ein toller Platz, muss ich sagen, hier. Castro. De Walder rennt hinterher. Einwurf für den Gegner. Für Real German. Castro. Oh, Espinosa. Leute, nein, nein. Oh, was ein Ding. Drin. 1:0. Die führen nur mit einem. Recht hast du. Das kriegen wir auch noch hin. Schaschkow hat das Tor geschossen. Catania, Walter. Schaschkow. Flores. Borges. Young. Espinosa. Walter war einfach mal wieder dazwischen. Und wir bekommen auch Karten dafür. Das ist natürlich gut. Lohnt sich dann. Ulrich hält den Ball. Flores, Castro, Pearson. Oh, 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 da schon wieder. Der Torjäger schlechthin. Lachen oder weinen, recht haben sie. Autsch. Wie geil, die Fans sind die Besten. Schaschkow wieder Tor geschossen. Flores hat vorbereitet. 23. Minute. Catania. Und der hält einfach mal drauf und denkt sich, hier scheiß doch drauf. Stehe ich hier im Mittelpunkt, setze ich mich auch in selbigen. Oh, wow, wow, wow. Flores setze ich einfach mal durch. Walter. Will nicht wissen, was ihr hier für Stats auch habt. Und da ist das nächste Tor. Abseits. Gut. Umso besser. Dietrich wird eingesetzt. Es wird auch selber gewechselt, oder was? Also ich kann da gar nicht wechseln, oder wie? Interessant. Man hat da gar nicht so wirklich Einfluss drauf. Finde ich ganz cool. Okay, Rosa, Carlini, Casco, Walter, Catania, Van Zandt. Wer tut denn Van Zandt und sein Torhüter mit aufs Feld stellen? Wollt ihr mich veralbern? Gibt's ja gar nicht. 36. Minute. Borges, der hält einfach mal drauf. Und alle denken nur, tja, wieso hast du denn da geschossen, mein Junge? Flores, Martin, Paoli, Martin, 39. Minute übrigens. Espinosa, Schaschkow mit der Vorlage, aber abseits. Ganz knapp, aber abseits. Sehr schön. Ulrich. Catania. Melo. Casco. Rosa. Walter. Borges. Junge Mann. Wie er sich da hat abziehen lassen, gibt's überhaupt gar nicht. Walter ist wieder mal am Ball. Der ist überall mit seinen Beinen. Einfach mal rumgestochert hier, der Junge. Abseits, nee, was heißt abseits? Abgepfiffen, wollte ich sagen. So, Halbzeit ist rum. Kommen aus der Kabine. Ist eigentlich nur 2:0, das ist ganz gut. Im Moment halt noch, ne? Jungs, Mann, der hat auch einen Borges. Gibt's ja gar nicht. Ein Young. Dietrich. Howells. Vielleicht sind's Geschwister, man weiß es nicht. Einwurf. Abstoß hätte mir besser gefallen. Casco. Ach, was machst du denn da? Das war doch blöd, Junge. Das war doch blöd. 50. Minute. Geht hoch rein. Ulrich denkt sich, ja, den fange ich einfach mal. Gar kein Problem hier. Flores, Borges, Carlini.
einfach mal aufs Tisch gelegt. Man hat ja sonst nichts zu tun hier heutzutage. Borgesmann, oh, da hat er uns ausgetrickst. Schießt ein Tor. Sag ich mal so, bleibt wenigstens in der Familie. Fans sagen auch schon, jetzt wird's böse. Ich hoffe nicht. Wird gewechselt hier, fröhlich, fleißig. Cataneo wieder kurz am Ball gewesen, aber auch nur Statistenrolle, mehr oder minder. Castro. Und der macht ein Tor, unglaublich, 4:0. Das wird eine Blamage. Flores ist ein super Vorbereiter hier anscheinend. So, hier, na komm mal her. Ferrante. Schuss, das ist natürlich gut, das wird zur Combo mitpassen. Cataneo, weiter. Pearson. Young. Was? Ulrich hat ihn drüber gelenkt, das ist doch gut. Ecke. Young. Ulrich hat ihn aber. Gar kein Problem. 66. Minute. Borges. Cataneo und schießt. Oh, der wird beinahe reingegangen hier, Leute. Habt ihr das gesehen? Na komm, Borges. Schöne Vorlage und dann machen wir es, oder? Na, schade. Paoli hat ihn weggeköpft. Jetzt sind wir hier einen ganzen Schritt langsamer. Howells. Schuss aufs Tor. Oh, oh, nett, dass das ein Elfmeter ist. Es gibt einen Elfmeter, Leute. Gegen Real German gibt es einen Elfmeter. Oh, Mann. Weil, Leute, was macht ihr da? Weil, warum tun die denn Van Zandt aufstellen? Das macht doch gar keinen Sinn. Da komme ich nicht drauf klar. Jeden, aber nicht den. Schaschkow, okay. Flores, jetzt macht er vielleicht selber mal einen. Nee, ist selbstlos bis zum Schluss. Howells. Moreau, okay. Einwurf gibt es. Oh, nee, Kalini. Der Hermann muss auch hinten aushelfen. Gibt Ecke wohl. Ja, die nächste Ecke. 79. Minute. Oh nein, da ist es wohl ein Eigentor. Oder? 5:0. Für wen hat es gezählt? Für den Paoli. Paoli hat das Tor gemacht. Nett, schlecht. Cataneo. Pearson. Martin. Oh, 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 was? Abseits, sehr schön. 84. Minute. Mit Ehrentreffer wird es wohl nichts, glaube ich. Glück, wenn wir hier nicht 10:0 rausgehen. Aber so ist es halt, wenn man gegen Zweitligamannschaften spielt. Flores. Was? Moreau. Flores wieder. Vielleicht macht er diesmal das Tor. Wird es ihm gönnen. Ulrich hat den Ball, 89. Minute. Wunderbar, Flores, Schaschkloff, Dietrich. Ach, das war gar nicht Hermann, das war Dietrich. Ich wusste gar nicht, dass Dietrich ein farbiger ist, ey. So, Abpfiff. Haben wir uns hier eine Packung abgeholt, würde ich sagen. Nett, schlecht, nett, schlecht. Rufe die aktuellen Ranglisten ab, okay. So, hat sich nichts geändert. Jupp, wollen zurück. Wollen da wieder ganz zurück. Dann speichern wir an der Stelle auch. Das Gute ist, jetzt haben wir da ein Spiel gemacht, Karten bekommen, aber wir haben hier gar keine Woche verbraucht, so wie ich das sehe. Wir machen dennoch einen Cut an der Stelle. Bedanke mich wie immer fürs Zusehen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.